Mit dieser Anleitung können Sie eine saftig-flaumige Dinkelroulade zubereiten. Backofen auf 200 Grad Heißluft einschalten. Ein Blech mit Wasser befeuchten und mit Papier belegen. Eigelbe vom Eiweiß trennen. Dinkelmehl und Maizena mit Natron vermischen. Zitronenschale in das Eiweiß reiben. Eiweiß mit Kristallzucker, Vanillezucker und eine Prise Salz zu steifen Schnee schlagen. Eigelbe und Öl in den steifen Eischnee rühren. In Folge die Mehl-Natron-Mischung unterrühren. Die Masse ca. 2 cm dick auf das Papier streichen. Das Biskuit in den vorgeheizten Ofen stellen und 8 Minuten hellbraun backen. Nach dem Backen das Biskuit aus dem Ofen nehmen und mit dem Papier auf den Tisch legen. Mit einem kalten Blech abdecken. Das Biskuit ca. 15 Minuten abkühlen lassen. Das Biskuit wenden und das Papier abziehen. Nun mit der Marmelade bestreichen und aufrollen. Die Roulade gut zusammendrücken, damit zwischen Biskuit und Marmelade keine Hohlräume entstehen.